Liebe Kinder, schaut's gut zu. Viele Nasen, groß und klein, wollen heute lustig sein. Ja, Kinder, seid ihr alle da? Ja! Ja, die kleinen Nasen und die großen Nasen sind alle da? Ja! Oh, wenn wir. Mir ist mein rechtes Ohr mal schon eingeschlafen. Oh, ihr müsst dann noch ein bisschen lauter schreien. Seid ihr alle da? Das war fein. Jetzt habe ich alles gehört. Mit zwei Ohrraschel. Danke. Aber, da sehe ich schon wieder ein paar, die nicht da sind. Die sollen sich bitte melden. Du bist nicht da? Naja. Sind alle da? Ja, da passt eh. Ja, wenn alle da sind, wisst was? Dann machen wir den Vorhang auf. Mit einem lauten Ho-Ruck. Hilf's mir, Kinder. Ho-Ruck. 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 Oh, ja, hallo, liebe Großmutter. Wie geht's dir? Ja, servus, Kasperl. Grüß euch, Kinder. Ja, mir geht's gut, aber so viel Arbeit und Warten hab ich halt. Oje. Mira, mir ist auch so lange. Was ich tun soll. Bitte, da habe ich aber eine gute Idee. Ihr helft mir im Garten die Äpfel und Birnen einklauben. Kennt ihr das Lied Spannen lange Hansen? Nur die Birnen? Gehen wir in den Garten, pflücken wir die Birnen? Ja, das kenne ich noch vom Kindergarten. Ich gehe jetzt aber schon in die Schule. Ich bin eine gescheite Maus. Ja, die Zilli ist eine gescheite Maus, die geht schon in die Schule. Ja, und Kinder. Wer von euch geht denn von euch schon in die Schule? Du auch? Ja, so viel sind's nicht, aber große Schulkinder haben wir auch da heute. Ich sing euch jetzt ein Lied vor. Ich kann so schön singen. Oje, oje, Kinder, haltet euch lieber die Ohren zu. Seid schon wieder so gemein zu mir. Alle tun mich nur beleidigen. Ich bin die Schlimmste, immer die Blöde, die Dümmste. Sie sagen, mein Gesang kann nichts Geschmecks werden. Ich bin die ärmste Maus auf Erden. Also, Kuba, das war wirklich gar nicht nett von dir. Naja, Zillimaus, entschuldige halt bitte, aber ehrlich gesagt, das Gesang ist wirklich brrrr. Jetzt reicht's mir aber. Zilli, komm bitte, sing das Lied. Der kann ja auch mitsingen. Singen wir zusammen. Ja. Spannende Lange Hansen, so dicke Birn, gehen wir in den Garten, schütteln wir die Birn. Schüttelst du die Großen, schüttel ich die Kleinen, wenn das Sackel voll ist, gehen wir wieder heim. Ja, bravo! Aber,
vor. Jetzt gehen wir auf den Garten und schütteln die Birnen. Und die Äpfel und die Zwetschgen und die Kriegerl und die Nüsse, damit die liebe Großmutter wieder ihre herrlichen Marmeladen und die Kompotte machen kann. Und die Zwetschgenknödel und den Nussstrudel und die Nusskipfel. Mir läuft jetzt schon das Wasser in die Nuss. Also ich habe leider gar keine Zeit. So viele Schulaufgaben und einmal einfach aufüben. Ja, ich auch. Und deinen Aufsatz müssen wir auch noch schreiben, gell, Philipp? Tja, den ganz langen. Und überhaupt, eigentlich brauche ich das ganze Zeug aus dem Garten nicht. Warum soll ich mich klagen und Äpfel aufklauben, Zähne und Apfelmann, wenn sie mich super machen? Ja, und mit welchem Geld willst du das kaufen? Silly, du hast erst vorgestern deinen Sparschwein ausgeleert. Ja, wieso denn, wieso denn? Du kriegst doch auch das Geld, Silly. Reißt denn das Geld so schnell raus? Gar nicht, aber die anderen Kinder kriegen viel mehr Taschengeld und viel mehr Spielsachen. Du weißt doch, dass das alles ungesund ist, der Kinder, ihr wisst es auch. Viel zu viel Zucker ist da drinnen und anderes schädliches Zeug. Was will der Werbung sagen, das darfst du nicht alles glauben. Die Firmen wollen uns doch nur wirklich viel aufschwatzen. Und das Obst, das unsere Branchen hat doch Flecken im Kästen, alles viel schöner. Ja, ja, weil es mit Gift spritzt haben, ja, die Äpfel. Die Flecken auf unseren Äpfeln, die kommen ja nur vom Runterfallen. Deswegen sind sie nicht schlecht. Ich nehme sie immer weg. Was? Und die Sachen im Supermarkt sind auch so schön verpackt. Plastik. Okay, aber das Plastik, das landet im Meer. Und das macht die armen Fische kaputt. Ja. Und die Dosen und das ganze Verpackungszeug landen dann auf dem Müll und die Müllberge werden dann größer und größer und größer und größer. Ja, und das ganze Essen, das jeden Tag weggeworfen wird, Lebensmittel, die noch in Ordnung sind. Dabei hungern so viele Menschen auf der Welt. Götzili, daran sollten wir schon denken und nicht so unzufrieden sein. Und bescheiden sein und nicht das ganze Taschengeld gleich ausgeben, Zili. Schau mich an. Ich hab noch was in meinem Sparschwein. Und mein Honigdorf ist auch noch was voll. Weil ich schlecht jeden Tag nur ein kleines bisschen voll. Mach dich nicht so wichtig, du. Wampir, spielt da den Urlehrer und ist da so geizig, dass er mich jetzt einmal als Pinsel posten lässt. Ja, geht das schon wieder los, ihr Streithanseln? Geh, komm, Kasperl, wir gehen jetzt in den Garten. Ja, Großmutter, ja, und ich bin der spannenlange Hansel und du bist die Nudeldicke Birn. Gleich, die Nudeldicke. Du, Opa, mir ist schon wieder fahren. Mir auch. Bitte. Aber was? Hey, ich weiß schon. Das Tanzbärspiel. Aber die Stufe, wo der immer umfällt. Okay, also gut, Kinder. Ich singe ein Lied und dann kommt zum Schluss immer brumm, brumm, brumm. Und dann müsst ihr mitbrummen. Sag so mit. Mach damit. Ich bin ein dicker Tanzbär und komme aus dem Wald. Ich such mir einen Freund aus. Und finde ihn schon bald. Wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andere Bein. Wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andere Bein. Brumm, 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 brumm
rum, 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 und dann fahren wir rum. Hallo, hallo, Entschuldigung. Ich habe angeklopft, aber es hat mich niemand gehört. Ich bin der Schneider von der Quicknauts, euer neuer Nachbar. Wir wohnen erst seit kurzem da. Früher waren wir in St. Blasius und Kickensbotschen. No, ihr zwei seid schon fertig mit den Außenausgaben. Oh, wer ist denn das? Haben wir Besuch? Bis Gott. Hallo. Ich bin der Eduard Pinkschnauz aus Kindesbotschen und ich wohne jetzt drei Häuser weiter. Grüß Gott. Ja dann, grüß Gott, Herr Nachbar. Ich bin der Kasperl, das ist die Zilli und das ist der Buba. Hallo, hallo. Ja, und wie gefällt es Ihnen bei uns? Also, die Gegend ist ganz schön. Ja, und sonst, hat die schon Freunde gefunden? Nein, leider noch nicht. Die Kinder in der Schule sind immer wie Schweine, sind so dreckig und stinken. Und die Wunsten immer so komisch und überhaupt sind. So ein Blödsinn, zerbricht dieser Prasti. Jeder weiß doch, dass Schweine sehr dreckig sind. Ja, und dreckig sind sie nur, wenn sie Mist kriegen müssen. Danke, das ist wirklich lieb. Schweine soll das Glück bringen. Zu Neujahr haben wir doch Glücksschweine bekommen. Stimmt, Silly? Ja, auf Marzipan. Du Schweinelehrer, weißt du eigentlich, woher das Sparschwein kommt? Es könnte ja auch Sparbuntbeutel oder Sparkarte oder im schlimmsten Fall Sparmaus. Das hat auf unsere Zillimaus gar nicht passen. Wisst was? Ich habe einmal gehört, dass es daherkommt, weil früher die armen Familien sich einen Schwein als letzten Notgroschen aufgespart haben. So als Notreserve. Gefüttert haben sie es mit ihren Abfällen, das war billig. Das war halt wichtig, sich für den Not etwas zu sparen. Die Großmutter, die kann euch da was erzählen, welche harte Zeit sie erlebt haben. Spare in der Not. So, Blödsinn. Spare in der Zeit, so hast du in der Not, so geht das, ja? Sagt sie immer. Das ist ein altes Sprüchen von der Großmutter. Meine Güte! Die Großmutter mit ihren alten Sprüchen. Ja, die Großmutter mit alten Sprüchen. Du, Eduard, hast du einen Durst, hast du einen Traumsaft? Ja, bitte. Ich will auch noch einen. Ist noch mal ein Glas da. Aber Zilli, du kannst die Wasser trinken. Ist ja am zündersten. Oder du holst Traum vom Garten. Aber Zilli, du hast doch gesagt, du magst ja gar nichts mehr aus unserem Garten. Na ja, aber es tut mir leid. Würden mir doch abgehen, die Sätze von der Großmutter. Jo, wie zum Beispiel der Himbeersaft oder der Riesensaft und schon überall der Abend. Wenn du willst, dann flüchte ich dir einfach auf. Das ist aber lieb. Du bist wirklich ein Klavier. Eine Familie. Das hier ist ein Kavalier. Ich frage auch, wenn ihr Nordschweine, ich helfe dir. Zilli, hast du da was gehört? Was? Da hat der Inder gebrummt, hat da. Schau mal, Inder, der Hund. Das Schloss, Hilfe, Leute. Nein, da ist nichts. Nein, das ist nichts. Ich sehe das. Ich bin Wo ist der? Wo ist der? Bei
Kinder, ich glaube, ihr habt euch geirrt. Das ruhig. Zieh dich auf mit dem Quietschen. Warum sind denn alle heute so nervös? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Also, ich hab's gar nicht gesehen. Keine Spur vom Hotzenplatz für dich. So was. Rot mit der Hand! Der Gott hat mal gelesen. Ah, es riecht gar nicht. Ist die Großmutter nicht zu Hause? Hat sie heute noch nicht gebacken? Es riecht plötzlich. Na, gar nichts backen. Oh. Naja, warum ich eigentlich komme, ich wollte euch eigentlich sagen, Frau Wiegschnauz hat einen Diebstahl gemeldet. Ein großer Rucksack mit Waren vollgefüllt wurde gestern in der Nähe des Einkaufsmarktes entwendet. Sollten Sie irgendetwas bemerkt haben, bitte ich um sachdienliche Hinweise. Wir haben natürlich wieder den Räuber Hotzenplotz im Verdacht. Ja, da soll sich schon wieder im Ort herumtreiben. Also bitte, wie gesagt. Und gibt's wirklich nichts Frisches zum Essen? Ja? Naja, dann habe ich Ehre, bis später. Bitte schauen, Herr Friedrich. Das wollte ich euch auch noch erzählen. Es ist so schrecklich. Ich habe das Wochenende einkauft, sehr, sehr viel. Ich habe fast die Wurst bestimmt bekommen. Die ganze Familie kommt unter den Türengeschwanz kommen. Und der Rucksack, der war so furchtbar schwer. Dann habe ich ihn nach einer Weile angestellt und bin noch ein bisschen herumgespaziert und habe gestiftet. Als er so viel nach Hirn gerufen hat. Und ich bin unter ist der Rucksack weg. Oh, meine Mama hat so geschimpft. Was willst du mit dir, Chili? Was wärst du nur dafür für dich? Ist ja nicht dein Problem. Nein, der Räuber Hotzenplotz schon wieder. Der Räuber Hotzenplotz. Aber Kinder, ihr habt doch recht gehabt. Da war der Räuber Hotzenplotz unterwegs. Aber da werden wir jetzt nicht lang wackeln. Und wir gehen in den Wald und suchen den Hotzenplotz und fangen den sauberen Herrn ein. Kommt ihr alle mit? Kinder, bitte, kommt mit. Kinder, kommt ihr auch alle mit? Feliz.
Hallo, meine Kollegen. Ich glaube, wir müssen da raus zum Räuberhaus. Das ist irgendwo da oben. Aber wisst ihr was? Da schleichen wir uns an. Aber wir müssen auch unterwegs suchen, weil der Hotzenplotz die gestohlenen Sachen oft irgendwo im Wald versteckt. Kasper, ich gehe voraus und schlüpfe herum. Vielleicht sind ich ja den Rucksack mit den Bananen, den Champignons und dem Gemüse drin. Weil wir Schneider, wir haben nämlich echt feine Nasen. Ja. Ich habe einen Cousin, der ist fast ganz was Großes. Der ist ein Trüffelschein. Der schnüffelt und schnuffelt den ganzen Tag und findet Trüffel. Und das sind ganz teure Schwammerl. Oh, ja, doch. Ist doch einmal mit dem Schwammerl zu kriegen. Ja, bitte, wer? Wobei. Brauchen wir uns gar nicht mehr anstrengen. Der Eduard erschnuppert alle Schwammerl. Und los geht's. Schnuppel. Na, leider, das sind nur Hasenpfeffer. Neues. Ich glaube, ich werde auch laufen.
Und ich werde mein Geld nicht mehr aushauen. Bitte, bitte, wieder gut sein, Uwe. Das ist schon gut, Silly. Ich bin nicht mehr böse. Oh, wenn die Kinder aus der Schule diesen Sack ausspucken, dann hauen wir sie. Ja, dann hauen wir sie ganz gut. Aber geht's dir, Helden? Hauen ist ja ein Blödsinn. Verteidigen soll's ihn. Den Kindern zeigt, dass ihr seine Freunde seid. Und ihr wollt wirklich meine Freunde sein? Ja! Ja! Singen wir noch einmal das Lied vom Sonntag. Kinder, ihr brummt bitte wieder. Wir singen freundliche Sanftern und kommen aus dem Wald. Wir suchen einen Freund aus und finden ihn schon bald. Wir tanzen hübsch und fein und einen Rock aus anderen Bein. Wir tanzen hübsch und fein und einen Rock aus anderen Bein. Brumm, 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 brumm. Mit euch. Den nehme ich da mit, ja. Und Kinder, wisst ihr was, was ich jetzt mag? Was? Ich werde jetzt dem Räuber Hopfenblopf einen Streich spielen. Ich fülle den Rucksack mit Steinen und dann verstecke ich mich. Ah, das sind Steine. Schwere Steine. Der zweite Stein. Und noch einen dritten. Der Kampfhund zählt euch einen Dach, jetzt habe ich den Rucksack mit den schweren Steinen gefüllt, ja? Und wenn der Hotzenplatz kommt, dann ruft's mich bitte. Aber erst, wenn er den Rucksack umklemmt hat. Macht ihr das? Ja! Ja, dann versteckt mich jetzt. Schau mal. Wo ist er, ja, mein Rucksack? Jetzt kannst du jetzt doch nicht mehr aus. Ja, da schau her, da ist er ja, der böse Mich. Ja, hab ich dich wieder einmal am Fischtopfenplatz. Da gib deinen Rucksack her, der ist beschlagnahmt, das ist amtlich. Ah, na, der ist mir viel zu schwer, den Platz selber. Da bleibt mir, was ist noch drin? Danke, Kasper. Bitte, 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 bitte. Jetzt muss ich aber wieder Strafzettel schreiben. Vierteil. Kinder, ihr müsst auch ein bisschen brav sein. Ja, komm. Jetzt erzählt ihr mir, da ist alles wieder spannend hier. Tralala, tralala. Kasperl sagt euch jetzt Papa. Tralala und tralali. Kommst du heim und vergesst uns die. Alle Nasen, groß und klein, sollen bald wieder bei uns sein. Servus und auf Wiedersehen. Das nächste Mal wird's wieder schön. Papa.